Namen. Wikinger und herzlich willkommen hier zu einer Runde in Time. Ich bin der Einzige mit farbigen Namen anscheinend. Wir kaufen uns erstmal ein Schwert, dann Rüstung, beziehungsweise vielleicht auch eine Axt. Ja, eine Axt. Rüstung, ein bisschen hier und da. Ja, damit sind wir, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Haben noch 4 Minuten. Alles in Ordnung. Jetzt brauche ich erstmal Essen. Hat der Essen? Nee, aber Zeitspeicher. Ja, Zeitspeicher. Ich habe noch nie was verloren mit dem Zeitspeicher, sondern immer nur Zeit gewonnen. Also von daher gönnt euch Zeitspeicher. Die sind gut. Rang der Schnelligkeit ist auch richtig OP, meiner Meinung nach. Jetzt brauche ich nur noch was zu essen. Der hat kein Essen, der hat Rüstung. Ich habe mir ein Thema ausgedacht und zwar geht es heute um TV-Serien tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Ich rede mal über TV-Serien. Habe ich schon einmal gemacht, damals in einem Format, das nannte sich V-Talk. Fand aber niemand so wirklich gut. Ich fand es auch nicht so gut. Ja, und wie kommt es, dass ich jetzt plötzlich auf Serien zu sprechen komme? So, da ist er. Jenny, komm. Aha. Okay, ich habe sie doch gekriegt. War knapp, war sehr knapp sogar. Gut, da ist der nächste ganz hinten. Wollen wir uns Helm kaufen? Nee, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, schnell, schnell, schnell. Ja, und ich hatte ja ein kleines PC-Problem, wie vielleicht die meisten oder manche mitgekriegt haben. 20% Geschwindigkeit, ja, geht klar. Und zwar hatte ich mir die neue SSD gekauft, etc. Muss ich jetzt, glaube ich, alles auch nicht mehr aufbröseln. Kann man auf Twitter ganz gut nachvollziehen. Und ich hatte dann jedenfalls keinen PC, habe Zahnschmerzen gehabt wegen Operation und lag dann auf der Couch und habe Serien geguckt. TV-Serien. Alte, beziehungsweise nicht alte Serien, aber Serien, die ich noch im Schrank liegen hatte. Von vor ein paar Jahren so. Die entweder von meinem Bruder oder von mir selbst so. Nice. So, und jetzt muss ich ihm stundenlang hinterherlaufen, damit ich irgendwie einen Kill krieg. Oder ich krieg einen Ping-Hit? Nein. Gut, was bringt ihm das jetzt? So. So ganz ernst gemeinte Frage. Jetzt läuft er weg, eine Stunde, bis ich ihn doch treffe. Also ich meine, ich staube ja gerade weder ab noch irgendwie was anderes. Sondern hol ihn mir einfach. Ja, nice. Toll. Also das hat es jetzt echt gebracht. Applaus an dich. Ja, das klingt jetzt alles ein bisschen angepisster, als es überhaupt ist. So. Hier, tracken tut man übrigens mit Rechtsklick. Und es hat sich gerade nicht gelohnt. Ich wusste, dass hier der Typ ist, aber der Tracker lohnt sich doch. Gut, was hatte der? Eisenschwert kann ich mir kaufen. Craften, wenn ich denn will. Aber jetzt gehe ich erstmal in die Mitte und ein bisschen Zeit farmen. Gut, aber ja, mir ist aufgefallen, ich schaue seit Urzeiten YouTube, so seit 2010, 2011 schaue ich YouTube kaum noch Fernsehen. Wird vielen von uns so gehen. Also jetzt nicht seit 2011, 2010 die Ecke, sondern allgemein, dass sie eher YouTube schauen als Fernsehen. Ja, und da finde ich es spannend, mal wieder richtig viel so im Fernsehen zu sehen. Also nicht jetzt nicht richtig viel, sondern so ein paar Sachen einfach im Fernsehen mal wieder zu sehen. Denn es ist natürlich ein ganz anderes Niveau, mit dem produziert wird. Einfach von der Ausstattung, vom Equip, von allem. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Arsch. Wie mache ich das am besten? Muss mir den Goldapfel ins Inventar holen. Wie lange funktioniert mein Schnelligkeitstrank noch? Hätte ich 50 Mod drin, wüsste ich's. Gut. Erstmal was essen. Danke, halbes Herz, LG. Wie machen wir das? Der wird mir jetzt hinterherlaufen. Gleiches Dilemma wie ich eben gerade mit dem anderen Typen, aber diesmal bin ich der Gearschte, aber ich habe Speed. Okay, halbes Herz, aber ich regeneriere jetzt. Wenigstens. Wenigstens das. Und Speed hält immer noch an. Gibt es hier ein Deathmatch? Nein, kein Deathmatch.
Er ist weg. Haben wir den Apfel, den hätte ich schon früher ins Inf ziehen sollen. Okay, er kommt wieder. Spannung, Spannung. So, gleich kann ich ihn fighten und dann kriegt er ordentlich auf die Fresse, sage ich euch. So, erstmal einen Platz suchen zum... Ja, okay, er geht in die Mitte. Habe ich noch was, was ich verwenden kann? Bogen habe ich, sehr gut. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ja, aber es ist echt spannend zu sehen, dass, ja, das Fernsehen hat einfach natürlich mehr Geld für so eine Produktion, natürlich. Und mehr Geld bedeutet natürlich auch bessere Requisiten, ein Regisseur, der das Vollzeit macht, also der da wirklich sehr viel Gedanken hinter gesteckt hat. Und ja, es bedeutet halt schon, dass die Ausrüstung auch besser ist und so weiter und so fort. Und das bedeutet halt eben auch, dass die Serien teilweise auch einfach super gut umgesetzt sind. Also ich weiß, dass recht viele von euch auch Serien schauen. Ich sehe dazu immer irgendwas auf Twitter auf jeden Fall, wie irgendjemand auf irgendwelche Serien kommentiert. Und ich muss sagen, so Breaking Bad, das ist ja storytechnisch wunderschön. Also es ist auskomponiert bis ins letzte Detail, würde ich sagen. Auskomponiert. Und das ist einfach eine super Serie so. Also die ist einfach storytechnisch überragend. Und die schaut man sich dann auch richtig gern an, weil man weiß, da ist richtig viel... Da steht halt richtig viel Arbeit hinter. Habe ich mir gerade irgendwas gekauft? Anscheinend schon. Gut, er ist 80 Blöcke entfernt. Ich farm hier jetzt einfach die Zeit. Ich habe ja nicht so viel davon. Und spreche hier zu Ende. Und ja, jedenfalls bin ich echt geflasht. So House of Cards, Breaking Bad. Wie sehr ich da so atemlos gehalten werde, weil das so spannend ist. So breathtaking, wie man ja sagt auf Englisch. Wenn ich überhaupt Englisch sprechen kann. Und da kann ich auf jeden Fall... Naja, Game of Thrones finde ich nicht so gut umgesetzt. Ich finde die Verfilmung... Also ich finde die Bücher richtig geil, aber die Verfilmung ist so ein bisschen... Naja, muss ich nicht haben. Aber Breaking Bad ist unglaublich toll. Und abgehoben, du Glückwunsch, du hast die 2000 Abos. Ja, danke für den Glückwunsch. Abgehoben finde ich jetzt nicht so nett, Jeff. Ich bin gerade dabei, irgendwas zu tun. Aber gut. Und, also ich weiß, dass du es nicht ernst meinst, aber, ja. Gehört hier auch gar nicht hin. Game of Thrones finde ich, ja, keine Ahnung, also die Geschichte ist cool im Buch. Wie es umgesetzt ist, naja, lässt sich drüber streiten. Also ich weiß, dass da ein riesiger Hype ist, aber das handelt von der Geschichte meiner Meinung nach. Also der Hype kommt wegen dieser unglaublich geilen Geschichte und nicht, weil das unglaublich gut umgesetzt ist. Ja, Breaking Bad ist einfach geil, der Schauspieler ist geil. Macht richtig Spaß, das zu sehen. Finde ich. House of Cards auch super tolle. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Seltsam. Naja, GG, kleine Dombo am Ende. GG, 6 Kills, geht auch vollkommen klar. Ja, und das sind so die Serien, die ich die letzten paar Tage so geguckt habe. Und die Interimrunde war ja auch ganz nett hier mit dem kleinen Farm am Ende. Ja gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Nabend.